Hallo! Hallo, wir zeigen euch heute, wie man eine Tasche macht fürs iPad oder für einfach Schreibsachen aus Filz. So konzipiert, dass man das Pad reinmachen kann, Handy und noch ein paar andere Sachen. Bevor man mit dem Projekt anfängt, muss man erstmal gucken, ob die Nähmaschine den dicken Filz schafft oder ob man vielleicht einen dünneren Filz gibt. Filz gibt es in allen möglichen Stärken und durch mehrere Lagen wird der ja stabil. Ja, es wird ja auch schnell sehr dick. Sonst könnte man sich vielleicht auch überlegen, ob man die innere Schicht, ich meine, wenn man tut jetzt nur eine Zwischenschicht, aber wenn man jetzt unbedingt zwei haben möchte, dass man gerade für die inneren was dünneres nimmt und für die äußeren dann normal dick oder genau. So. Ja. Oder eben theoretisch, man könnte ja auch für die Zwischentaschen so sich überlegen, ob man vielleicht einen stabileren Stoff nimmt, vielleicht mit einer Flisseline oder so genau, etwas. Man kann es auch mit Muster dann kombinieren. Mhm. Ja, okay. Dann geht's jetzt los, oder? Ja. Zunächst werde ich mein Maß nehmen und zwar, ich habe es jetzt vielleicht ein bisschen groß zugeschnitten, aber man muss auf jeden Fall darauf achten, dass wenn man jetzt wie bei mir ein Pad oder irgendein anderes Objekt bestimmtes einpacken will, dass man bis hier unten misst, also die Höhe noch mitnimmt. Das muss auf jeden Fall noch gut klappen, so. Und die Nahtzugabe. Ich habe das Ganze mit dem Cutter ausgeschnitten und auf einer schnittfesten Matte. Ich habe da die von Prim, die funktioniert wunderbar. Da kann man wirklich nicht reinschneiden. Man muss jetzt nicht so einen Cutter nehmen, man kann auch sehr gut ein Teppichmesser zum Beispiel nehmen, wenn es noch neu und scharf ist. Ich habe es zugeschnitten mit dem Lineal und die vordere Tasche. Das ist praktisch das Stück, das vom Deckel übrig war. So, habe ich jetzt hier so als Tasche genommen. Um die Rundung hinzukriegen, habe ich jetzt in meinem Fall einen Deckel von meinem Wäschekorb genommen, habe es so angelegt, gleichmäßig, beiden Seiten gleich und habe dann mit dem Cutter hier entlang geschnitten. Den Klettverschluss werde ich als erstes hier an der Seite anbügeln, also ist ein aufbügelbarer Klettverschluss. So. Und dann kommen zuerst die Innennähte, die ich ja sonst nicht mehr machen kann, wenn ich die Tasche zusammengenäht habe. Ich werde jetzt diese zwei Lagen an den Nähten hier zusammennähen, an den Strichen. Die habe ich mit einem Aquatrickmarker vorgezeichnet. Am Ende muss man es nur mit Wasser besprühen oder einfach nass machen und verschwindet die Farbe. Ich habe einen großen Stich eingestellt und zwar 5. Das ist das Größte, was hier bei der Nähmaschine geht, damit das eine schöne Optik hat. Die Taschen habe ich jetzt fertig. Jetzt nähe ich einfach noch alle Lagen zusammen. Einmal hier rundum und dann bin ich mit Nähen schon fertig. So, die Außennaht ist fertig. Abschneiden und jetzt noch die andere Seite des Klettverschlusses anbügeln. Dafür mache ich das da drauf und schließe die Tasche gut, wie ich das eben haben will dann später. Guck, dass es schön gleichmäßig ist. Ich lege mal noch ein Backpapier drüber, weil das ist ja so ein Synthetikfilz, glaube ich. Da habe ich Angst, dass das sonst schmilzt. Und dann schön bügeln. Damit jetzt kein Zug auf die Tasche kommt, weil der Filz ist ja ein bisschen steif, muss ich das jetzt beschweren, bis das Ganze abgekühlt ist.
So, am Ende kann man noch, wenn es stört, die Nähte, also die Markierung ein bisschen ansprühen. Aber manchmal ist auch schon, bis man fertig ist mit Nähte, da sieht man schon, das ist sofort weg. Und trocknen lassen. Wem das mit dem Klettverschluss nicht gefällt, der hätte auch die Möglichkeit, dass man hier eine Gummikordel reinmacht in die Naht. Und wenn man dann so eine Schlinge noch reinnäht, dann könnte man alternativ noch hier einen Knopf drauf nähen. So oder je nachdem, wie es passt im Stil, könnte man das dann so zumachen. Ja, das sieht auch schon ziemlich edel aus eigentlich mit der Kordel. Mhm. Also es ist jetzt nur eine Baumwollkordel, aber ich würde lieber eine Gummikordel nehmen, weil ja, das ein bisschen elastisch ist. Und bevor man einen Knopf annäht, sollte man unbedingt die Tasche bestücken, damit man sieht, wie dick das dann wird, dass es auch gut hält, damit man es bequem zukriegt, aber auch noch eine gewisse Festigkeit da ist. Ich mag es ja pur ganz gern, aber sogar ich habe eine Möglichkeit gefunden, die Tasche zu verzieren. Ich habe hier noch aus meinem Schmuckkästchen, das hat da schon Jahrzehnte überlebt, noch einen Anstecker, den könnte man vielleicht drauf machen. So hat man es auch ein bisschen personalisiert. Oder man kann vielleicht ein paar Knöpfe drauf nähen. Ja, es müssen ja nicht unbedingt gekaufte Knöpfe sein, die sind ja oft sehr teuer, aber vielleicht hat man mal von irgendwie was so. Entweder das, aber wenn man sich mal ein bisschen angewöhnt, dass man bei den Klamotten, die man vielleicht in einen Kleidersack oder vielleicht sogar wegwirft, mal die Knöpfe als wegmacht, weil Knöpfe sind teuer, wenn man gern näht, und oft hat man dann ganz viele gleiche an eigenen Kleidern, die man eigentlich ausrangiert, und dann kann man die mal wieder verwenden. Ich habe jetzt da bestimmt auch irgendwann mal abgeschnitten Knöpfe mit so Strassstein drin, das wäre auch ganz gut, oder Nieten kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Also so sternförmige Nieten vielleicht auch. Mhm. Oder was ich mir auch ganz süß vorstellen kann, vielleicht für ein Kind, wenn man so Filzblumen, die gibt es schon fertig ausgestanzt, einfach aufnäht. Ja, oder man könnte generell aus Filz, aus einem andersfarbigen Filz, irgendwelche Figuren oder was einem halt gefällt, ob es Blumen sind oder eben Sterne oder Herzen. Ich habe jetzt das mal so gedacht, mir beim Bestücken, dass ich hier in die Mitte meine Visitenkarten reinmache oder unsere und einfach für den Schreiber, eins für Sandy. Meins ist jetzt so groß, dass hier hinten alternativ oder auch gleichzeitig noch ein Block reinpasst. Und das Pad. So, in Zukunft, wenn der Lehrer in der Schule sagt, morgen nur was zu schreiben mitbringen, dann hat man jetzt endlich die richtige Tasche. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns bitte ein Like. Und wenn ihr auch zukünftig keine Projekte von uns mehr verpassen wollt, dann abonniert ihr uns doch bitte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!